Hallo, Rulers und Ruladies, es ist Sonntagmittag. Mima ist noch mal bei ihrem Schachspiel eben noch mit Plüo, der ist ja weggegangen. Und Mima hat irgendwie noch nicht richtig kapiert, dass er weg ist. Mima, er ist immer noch weg. Du kannst jetzt was anderes machen. Oder verdreht es auch mit dem Stuhl. Mima freut sich ja gern mit Dingen, mit leblosen Dingen an. Soll sie machen, was will. Sonntag. Alles ist im Park. Kleinen Rotzgören. Was machen die denn da? Wer ist denn da? Summer Holiday. Nur NPCs. Nur NPCs. Oh, eine lockere Unterhaltung mit Are. Nee, mit Are. Wo ist denn Are? Da kommt Are. Na, mal sehen, was Are macht. Wahrscheinlich stellt Are sich klüger an als Pi. Okay, auf geht's. Bla bla bla. Pi redet nur Mist. Der kann sich bald einsagen lassen. Ich kann sowas nicht leiden, Dummschwätzer, verstehst du? Ich kann, ich bin sowieso die Tollste und ein bisschen mehr Sport könntest du ruhig mal machen, Fettsack. Ja, du bist total toll, Schätzchen. Aber Sport? Nee. Acht mal lieber auf dein eigenes Kommödchen, ist auch nicht mehr so straff wie früher. Hey, du stehst doch eh nur Brüste. Mach mal lieber Sport, ist nicht gesund, so dick wie du bist. Irgendwann, so kriegst du selber mal Brüste. Hä, was? Was redest du für Mist? Ja. Immerhin erzähl ich nicht, ich hätte ein Privatjet, wie Plü, der Idiot. Immer. Ja, stimmt, das machst du nicht. Aber du hast einen albernen Hut auf, meiner ist, cooler. Verstehst du? Läuft das Gespräch hier gut oder schlecht? Immer reden über sich selbst. Gut Zeichen. Was denn da drüben? Ist eine Riesenparty. Wer ist denn da? Also nur NPCs. Oh, müssten wir uns vielleicht mal um irgendjemanden hätte arbeiten? Die beiden halten sich jetzt nicht. Lassen wir sie mal gerade. Und Are geht. Are hat keinen Bock mehr. Oder vielleicht auch. Oh, ne, Batzel kommt dazu und stört. Tja, bis jetzt lief's gut. Jetzt ist es wohl damit vorbei. Da kommt Batzel. Na, Batzel will bestimmt noch rumpupsen. Was denn? Er hat doch noch gar nicht gepupst. Was steht Batzel denn da rum? Sag doch irgendwas. Oh, okay. Das alles gut. Mann, schönes Wetter heute, ne? Aha, ein Sonntag, wie man ihn sich nur wünschen kann. Da habe ich im... ich weiß nicht, was der redet. Hau ab, Batzel. Die Erwachsenen halten sich hier. Geh was Süßes essen, verschwinde. Mima denkt auch, sie wäre toll, so kreativ und so. In Wirklichkeit hat die keine Ahnung. Du bist viel cooler als die. Also ich mag's ja. Verstehst du? Ja, okay. Also an die beiden reden vor Mima über Mima. Aber irgendwie läuft's. Und jetzt geht Batzel weg. Wo willst du hin, Batzel? Ein Gericht nehmen. Ah, okay, alles klar. Batzel hat Hunger, der Hunger siegt. Ja, bis jetzt, aber ein netter Sonntag. Alles friedlich, alles schön, keiner streitet sich. Lala ist auch bei der Arbeit. Apropos Streit. Okay, jetzt wird gegessen. Alles in Mimas Schlafzimmer. Ja, warum nicht? Lass euch schmecken. Oh, Ari, geht sich gut. Ah, ja, wie schön. Flotter Dreier am Sonntag, wa? Diese Mima, ein scharfer. Oh, da kommt Plü. Oh, was denn jetzt noch? Plü will mitmachen, hat direkt an Fesselspielchen gedacht. Ja, hier fehlt ein bisschen Alkohol. Mima denkt wieder an den komischen Paketboten und Plü geht ins Bett. Was ist denn hier? Wie cool. Wie sie alle auf dem Bett sitzen und essen. Ja, ein Gespräch über das Wetter ist immer gut. Ja, ein netter Sonntag bis jetzt. Auch wenn ich es eigenartig finde, dass sie alle auf Mimas Bett rumsitzen. Aber Mima macht das eigentlich aus. Mima geht einfach. Alles klar. So, aber trotzdem. Hätten wir nicht... Müsste man nicht. Ja. Ach ne, Ara hat eh noch frei. Vergiss es, Ara. Alles gut. Mhm.
Are braucht Alkohol. Alles klar, dann los. Ja, nach so einem Gespräch in Batze brauchen wir was zu trinken. Das desinfiziert von innen. Im Schlafengang um 18 Uhr. Unser Partylöwe. Sonntag 18 Uhr Plüs Schlafengang. Und Are wieder war allein an der Bar. Aber das macht ihm nichts. Sein Freund Johnny Walker ist ja da. Hoho. Er lacht schon, obwohl er gar nichts getrunken hat. Alles klar. Die Dämpfe reichen ihm schon. Okay, Batzel geht tanzen. Mit dem Müll. Oh, das ist wieder sein komischer Balztanz. Ja, mach mal, Batze. Immer das Geschirr spülen. Ach, wenn doch jeder Sonntag so friedlich wäre. Naja, aber ich meine, das ist so eine Mischung aus Ausdruckstanz und was auch immer. Das war's schon? Das war's. Jetzt sind wir wieder im Müll spielen. Ja, fein, Batze. Räum doch lieber mal auf. Das wird wohl nie passieren, dass Batze mal aufräumt. Okay, jetzt auf geht's. Lockunterhaltung. Oder auch nicht mehr. Jetzt meckert er über den Dreck hier, in dem er eben noch lustig gespielt hat. Wo? Mit Are plaudern. Warum nicht? Achso, Are ist immer noch an der Bahn, ne? Lässt sich volllaufen. Alles klar. Ja, das ist ein bisschen Batzel, der da so stinkt. Lass uns mal über Bären reden. Bären, die Basketball spielen. Total der Knaller, wa? Oh, Mima räumt auf. Oh, Batzel hat jetzt Level 2 der Charisma-Fähigkeit. Ja, muss noch. Ach man, Batzel! Oh, ist das ekelhaft! Der kleiner Stinker. Meine Güte. Gut, dass Are schon weg war. Wo ist Are? Also Are schlafen gegangen. Nickerchen machen. Ja, also Batzel macht mal wieder alles. Was das? Geht Plüne runden tanzen. Na komm. Zeig uns deinen Hüftschwung. Naja. Finde ich jetzt nicht so beeindruckend. Oh Gott, was soll denn das sein? Naja, also das, ja. Er hat's eingesehen, lassen wir lieber. Mima, geht schlafen. Oh ja, wir haben ja auch schon fast 20.30 Uhr. Jetzt aber schnell ins Bett. Was meckert Plü denn? Im Flursaal ist sauber. Die meckern schon im Vorraum standardmäßig. Ja, dann schlaf schön. Warum ist Batzel denn gerade so glücklich? Oh, verspielt auch so in der Wanne. Oh, er bat in Plüs Wanne. Wahrscheinlich fällt ihm das Bad hier gut, weil es so dreckig ist. Was hat er denn davor? Er will wieder tanzen gehen. Oh, da hinten ist ein Dings, wie heißt das? Oh, Waschbecken. Ein Waschbecken kaputt. Ersetzen. Wir haben es ja. Komm, Plü, es muss jetzt aber besser aussehen als eben, bitte. Sehen wir ja gar nicht. Ja. Ja, ganz toll, Plü. Also als Tänzer einer Boygroup sehe ich für dich keine Karriere.
Und Batzel immer noch Spaß in der Wanne. Na, wie schön. Oh nein, Lala ist wieder da. Hab ich gar nicht mitbekommen. Mann, ist sie dreckig. Aber sie ist immer noch unsere Topverdienerin. 64 Simoleons pro Stunde als blödes Teammaskottchen. Komisch. Aber morgen hat sie frei, den Montag, alles klar. Erhol dich gut, Lala. Lala geht's nicht gut. Flü geht grillen. Was grillen war denn? Veggie Burger, so ist brav. Verein. Wie ernährungsbewusst. Wer treibt sich denn hier rum? Niemand, den wir kennen. Oh, guck mal, er sagt die Mutti, komm, geh ins Bett, du musst schlafen gehen. Komm, geh ins Bett. Olivia Spencer, Kim Lewis, oh Gott. Maja Hilger sind Senioren, was hat die? Ihr solltet schon längst zu Hause sein, nee, du sollst schon längst zu Hause sein, ja, und ich gehe jetzt auch nach Hause. Arese ist wieder da und nicht befördert worden, super, Arese. Ja, hier, geh mal nach Hause, Kind. Schon 22 Uhr. Sie geht weg. Alles klar. Schnell nach Hause. Was sitzt denn da noch rum? Charlotte Braun. Was aus dem Essen hier geworden? Oh, Pliat, alles klar. Mima schläft, aber egal. Das Essen wird immer hier auf Mimas Schrank abgestellt, weil ich davor noch keinen Tisch gekauft habe. Wir müssen hier auf der Terrasse mal irgendwie. Oh! Hier ein Fisch. Quatsch, Fisch, einen Tisch hinstellen. Ja, wir stellen einen Fisch auf die Terrasse. Lass dich schmecken, Plü. Batzel hat im Mülleimer nach Essen gesucht. Sehr schön, Batzel. Hast du toll gemacht. Scheint noch genießbar zu sein. Ja, und wo hat er jetzt das Essen? Hat er in die Hosentasche gesteckt oder was? Oh, jetzt gibt es eine lockere Unterhaltung mit Are. Oh, und Aresi stinkt und spielt Dings hier. Okay. Aresi stinkt. Also mit. Ne, jetzt will Batze hier mit Plü unterhalten. Oh, da kommt Plü mit dem Veggie Burger an. Gott, alle. Was machen die denn? Jetzt will Plü doch nicht mehr mit Batze reden. Aber Batze will noch mit Plü reden. Aber Plü geht in ein anderes Stockwerk. Das schreckt er. Was? Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was hier gerade vorgeht. Eben hat er sich tierisch über Lala erschreckt. Hat er die durch die Wand gesehen oder was? Hat er seinen Veggie-Burger hingestellt und jetzt ist er wieder unten. Eigenartig. Oh, ihm ist von Übelkeit wegen Verletzung der Privatsphäre. Hä? Dem Bäuchlein geht es nicht so gut? Puh, ich verstehe kein Wort. Sein Bauch ist seine Privatsphäre. Alles klar, Plü. Schlafen gehen. Ja, gute Nacht. Wahrscheinlich besser so. Ah, was mit dir? Ah, geht selbst sicher den Computer verprügeln. Nee. Sportspaß spielen. Ja, viel Spaß. Oh nein, Lala. Lala ist unterwegs. Geht in Deckung. Lala hat sich einen Veggie-Burger geholt und wird jetzt Are anfallen. Sei nett zu Are. Obwohl, die beiden verstehen sich eigentlich. Mal schauen, was das wird. Haha, wir winken da eben draußen rum. Von uns? Wer ist denn das da? Mann, stopp! Manuel irgendwas, keine Ahnung, kennen wir nicht. Lala sieht total unglücklich aus. Schmeckt dir der leckere Burger nicht? Aber wird dich aufmuntern. Das stinkt hier aber. Woran kann das nur liegen? Ich geh ins Bett, schön. Vielleicht kommt's ja mit. Oh, niemand will mit Lala reden. Sie will doch wieder mit Are rein. Aber Are geht doch ins Bett, Lala. Das bringt nichts. Da ist sie sehr angespannt.
Was denn los mit euch? War doch so ein schöner Sonntag. Obwohl, nicht für Lala und Ari, sie mussten ja arbeiten. Jetzt geht's ja aber mal gut. Das ist ja schön. Jetzt geht's ja nicht mehr gut. Puh. Ja, Frauen ändern ihre Meinung schneller, als man es merkt. Tja, wäre schön, wenn wir mal eine Spülmaschine kriegen würden oder auch Waschmaschinen. Aber gibt's ja alles nicht. Ach, ist glücklich und spielt Schach. Oh, Lala macht sauber. Das ist aber nett von dir. Guck mal, sie schrubbt Ares Wanne. Das ist ja nett. Lala spielt Meinzelmännchen. Wenn Ares morgen früh aufwacht, hat er eine saubere Badewanne. Der Rest vom Bad steht zwar unter Wasser und es liegt Müll drin rum, aber die Wanne ist sauber. Das ist schön. Danke sehr, Lala. Ach, Resi, musst du eigentlich irgendwas... Blöde Tagesaufgabe. Oh, Resi hat jetzt aber mal ordentlich frei. 3 Tage. Obwohl, nehmen wir mal, es ist ja Montagmorgen, also heute muss noch arbeiten. Dann könnten... Und jetzt geht's schlafen. Alles klar, schlaf schön. Lass mal so schlafen gehen. Oder bevor sie schlafen geht, lassen wir sie noch ein bisschen Getränke mixen üben. Nee, muss sie üben oder mixen? Nicht üben, sondern mixen. Trank zubereiten. Das wird schon irgendwer trinken hier. Da, mach das mal. Danach kann ich schlafen gehen. Wenn sie aufwacht, lassen wir sie noch ein bisschen weiter mixen. Nee, 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 nee. Yeah, Lala geht ab. Lala kann tanzen. Da kann Plü einpacken und Batzel auch. Oh, das war's schon. Okay, also alles, was Lala macht, macht so ungefähr 3 Sekunden, dann wird was anderes gemacht. Na, wir müssen eigentlich auch, wir könnten, ja, trainieren und so, ne? Wenn du, ach ne, jetzt geht's dir gerade so schlecht, lass mal wieder. Oh, jetzt geht's dir wieder gut. Obwohl, heute hat sie frei. Ne, wir lassen mal in Ruhe. Was guckst du denn da? Sport. Erst über den Müll beschweren, dann drin rumspielen. Ja, ja. Mann, Lala. Die hat sie nicht mehr an. Ah ja, schön. Oh, Plü geht's gut. Wie kommt das denn? Oh, Plü und Aresi an der Bar. Yeah, aber Aresi denkt nur an Lala. Hehe, ja, war nix, Plü. Ja, blöd, wa? Ganz aufhören, so zu grinsen. Sie ist weg. Sie ist weg, weg! Und du bist wieder allein, allein! Sie ist weg, weg! Hol doch in deinen Tofu-Burger rein. Und... beiden Damen. 3 Uhr. Und Aresi ist schon wieder weg. Das lief ja gut, das Gespräch. Anscheinend auf jeden Fall war es schnell zu Ende. Oh, Plü mischt sich ein. Ach, Plü. Plü gibt nicht auf. Kämpfernatur, sehr schön. Oh, Plü redet lieber mit Lala als mit Aresi. Oh, Aresi, aber Aresi hat ihren Alkohol. Na und, läuft was? Schnack, schnack. Lala zeigt ihm ihren Arsch, aber das gefällt ihm wahrscheinlich. Batze wird jetzt wahrscheinlich pupsen. Lala... Das ist schön. Oh, Aresi will mit Lala plaudern. Ja, geht auch. Aresi muss dringend auf Klo. Sie will Lala bisschen fragen, ob sie wieder aufs Klo kommt. Gott, was ist denn nur los mit euch? Ja, geht doch auf Klo, Aresi. Ja, jetzt aber schnell so. Meine Güte. Ja, Montagmorgen, 3.45 Uhr. Plü und Lala auf dem Sofa. Ob das was wird? Das sehen wir dann wohl im nächsten Teil. Ich wünsche euch was, macht's gut, aber nicht zu oft. Und wir sehen uns. Tschüss.